Peggy 8. Neues Intro. Neues Intro? Ja. Okay, passt auf der, schreibt mal, ob der Zaun passt. Zaun passt, ja. Kiss my Pig Toad. Auch schön mit dir. Ah, Nintendo Direct. Ah, ja. Das ist Overwatch. Geht allein gut los hier, ne? Das soll, ist also die Neuankündigung. Gleich mit Overwatch los. Ah, ja. Immerhin, das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn es Switch-Gameplay ist. Ja, ist auch nur ein Trailer. Ja, moin. Ja, das ist auf jeden Fall Overwatch. Kommt wahrscheinlich am 18. Oktober raus, wie es in den Gerüchten ist. Das ist auf jeden Fall nice. Ja, ich mochte das Spiel ja am PC sehr gerne, deswegen warum nicht? Das sieht auch so aus, als ob es Bewegungssteuerung hat. Oder? Ja, hat es, ja, so sieht's aus. Let's go, genau, passt der Sound? Geht mal schon, ne? Aber die müssen jetzt hier keinen 5 Minuten langen Trailer davon zeigen. Ja, ich denke, der Sound passt ganz gut, auch ob man Nico hört und so, sonst hätte er schon geschrieben. Wunderbar. Ja, Overwatch 15.10. 15er. Bisschen früher. Also, Gerüchte hieß ja irgendwie 18.10. und doch ein bisschen früher, okay. Moin. Ja, moin. Ah, grüß dich. Minasan. Komplett neues Design hier, Alter. Was ist denn hier los? Ja, jetzt muss ich mich wieder anpassen beim nächsten Mal. Ändern dann jedes Mal ihr neues Design, Alter. Ja, jedes Jahr. Ihr könnt sich nicht entscheiden. Ja. Ich fühle sich doch gar nicht so an wie der Direct, ich keine Ahnung. Ja, das ist irgendwie eine komische. Ich habe auch neue Headlines. Das ist gerade eine krasse. You gotta see these floor to the hotel for yourself. Ah, ja. Luigi's Mansion 3 takes place in a haunted hotel, where every floor has a unique and unlike any other. Ich verstehe auch nicht diese Leute, die irgendwie sagen, sieht aus wie der 3DS-Teil oder so. Die Grafik ist die beste Grafik, die ich jemals gesehen habe bei Nintendo. Ich muss das auch sagen, also... Da labern einige Leute, das ist ja so 2D-3DS-Grafik, oder die Grafik ist nicht so schön. Was willst du mehr? Das Spiel sieht aus wie in meinen Träumen. Ich frage mich, was willst du mehr? Das ist doch mega. But there's a rogues gallery of bosses to check out before you. Well, check out. Speaking of amenities. Polterpark. Nintendo.de tweetet gerade, ihr habt richtig gehört. Overwatch anscheinend und so weiter. Allein der erste Satz, ihr habt richtig gehört. Okay. Das wäre auch geil, wenn es dieses Nintendo Land Modus. Kennst du Nintendo Land? Luigi Modus, der war richtig geil, den hätte ich auch gerne einen. Ich kenne ihn nicht, ich liebe ihn. Ja, der wäre auch mega hier geil. Luigi's Mansion 3 opens its doors on October 31. Hat mir zu Freunden gesagt. 31. Oktober, sehr nice. Freue mich richtig. Oh. Das war's zu Luigi? Okay, ganz schön kurz. Kirby. Das war alles, ja, was sie zeigen wollen. Weil die einen haben gefühlt gar nichts zum Spiel so richtig gesagt. Bin ich aber auch froh drum, ich will es blind erleben. Ja, also man kennt tatsächlich ziemlich wenig. Die haben nicht mal das Achievement-System vorgestellt. Das kann man nur auf einem Bild, hat man das gesehen. Das ist jetzt wahrscheinlich eh nichts Besonderes für die. Nee, aber es hat was Neues, ne? Gab's ja auch schon andere Games. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Get a look at your enemy and make sure you have the right jobs for the job. Das ist keine Überraschung, by the way. Ich mag das nicht so. Ist kostenlos, also, why not? Ja, trotzdem. Das Kirby-Spiel hat mich wirklich begeistert. Be a local wireless. Wie findest du das, Toadie? Or even play online. Naja, ich will Captain Toad 2. Ja, das kann ich verstehen, Toadie. Komm noch. Captain Toad 2 wäre optimal. Challenging quest. When Super Kirby Clash launches Super shortly Kirby. After this presentation. Ja, sag and hey, ah, it's free to start too. Ja. This ja, Mann. Recently released RPG ah, das haben wir in der letzten Direct. After 25 years, fans of the Mana series can look forward to the HD remake of the third game in the trilogy. Da wurden 100.000 Remake Games angekündigt. Ja, genau. You'll choose a protagonist and two companions. Ich bin so gespannt, was sie noch alles zeigen werden. Ne? Oh Gott, ich bin so nervös. Da muss noch was Krasses kommen. Ja, klar. Der Beginn ist halt jetzt Overwatch gewesen. Okay, ja. Kann man machen. Ich fand den Beginn eigentlich ganz gut. Ja, warum nicht, ne?
Overwatch ist schon ein ganz tolles Game, das ist eigentlich ganz gut zum Einsteigen. Ich meine, blöd, dass man schon wusste, ne? Ja, aber ich fand, Luigi ist bisher sehr kurz, also das war halt sehr kurz. Ich dachte, das geht jetzt ein bisschen länger, die Erklärung zum Spielen. Aber okay, kann man halt mehr. Ich würde sonst halt wegnehmen. Ich würde es halt wegnehmen, wir wissen ja schon alles, was notwendig ist. Naja, eigentlich so gut. Naja, wann es rauskommt, ist ja gut so. 24. April, das sind auch Ewigkeiten hin, ey. Das sind ziemlich ähnlich. Und Leute sagen, es hat nur Games für 2019. Nur 2019? Da haben wir es auch schon. The Oberdin vanished at sea in 1803. Okay. Only to wash up 4 years later in Falmouth, England, with no sign of survival. Grafik ist on point. Grafik ist sehr speziell. As an insurance investigator, Grafik ist on point. You must board the ship and uncover the mystery of its disappearance and return. Das ist your analysis will rely heavily on one less than ordinary device. Use the power of the Momentum Mortem pocket watch to turn back time. You bastard. Last moment. You bastard. Nein, danke. Interessant ist es auf jeden Fall, ja. Observe the situation. Naja, Kopfschmerz interessant, meinst du wohl. Without you, the true tale will never be told. What brought the Oberdin to such an end? Little by little, einfach nie. Weg damit. Das muss ich wirklich nie sehen. Die Idee ist ganz nett. Nee. Scheiße, ist nett daran. Ja, aber trotzdem. Das ist ein toller Name auf jeden Fall. Ah, das ist ja von den Pokémon-Entwicklern. Ja, Mann, endlich mal ein gutes Spiel. Ja, Mann. War man gerade Wally zu sehen? Ja, Wally. That is the rule agreed upon by the people of this town. Ja, das sollte Pokémon werden, Leute. Das ist eine gute Grafik im Gegensatz zu. Ich bin mal gespannt, wann das rauskommt. Ja. Bin so lustig, es wurde vor einem Jahr in der September direkt vorgestellt und bis dahin hat man nichts dazu gehört, bis wieder zu September da erweckt. Ja. Vor allem ist die Grafik einfach besser als von Pokémon Schwert und Schild. Das ist super lassen. Sieht ansprechend aus. Sieht gerade, die Cam ist ziemlich hoch, Alter. During battles, you can move around to garner support from townspeople. Ich bin gespannt, was rauskommt. Sollte ja ursprünglich 2019 rauskommen. Ja, denk mal, ist ja noch ein bisschen hin jetzt. Every opportunity to protect ein paar Monate haben wir jetzt. New RPG from Game Freak. And ja, moin. Almost all the music in the game was composed by Undertale creator Toby. Was? Ah, ja. Little Town Hero will make a stand. Alles klar. Kommt also doch noch seit 2019 raus. Nintendo eShop shortly after this presentation. Banjo. Autumn is coming to Super Smash Brothers. Ja, war es wieder zu früh, Alter. Na egal, es ist eh so wichtig. Confirm the release date of Challenger Pack 3. Okay, wann denn? And the release date is. Ah, ja, heute. Ich wollte es nicht spoilern, deswegen habe ich mal lieber in meinen Augen gesehen. Ja, es ist Spoiler, bitte nicht. Er macht wieder sein Let's Play. Der Sakurai macht wieder sein Let's Play. Oh mein Gott. Ja, neues Let's Play mit Sakurai. Nintendo, wir lieben euch. Oh mein Gott, der nächste Smash Bros. Reveal. Ja, der nächste Smash Bros. Reveal. Da wird es sein. Oder? Hä? Sie kündigen die neue Konsole an. Ja, von 1980. SNES? Was? Neo Geo. Ah, diese Drecksgames, die gibt's doch. SNK, SNK steht da. Das ist der Leak, es war. Ja. Wer ist das? Keine Ahnung. Irgendjemand, der mich nicht juckt. Wenn es so weitergeht, kaufe ich mir nur Banjo als Einzelcharakter, weil die anderen alle mich nicht jucken. Das ist genau der Charakter, der geleakt wurde da. Genau der, den habe ich schon gesehen. Aber nur wegen den Leaks. Da kommen jetzt alle eine Einladung da. Ja, und wen nimmt das jetzt? Ja, vielleicht irgendwelche, die das damals gespielt haben. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Also Banjo als Charakter oder halt der da, das sind halt so viele Welten da dazwischen.
Es ist ja nicht mehr messbar, die Welt, die dazwischen sind. Ich freue mich so, Banjos zu spielen, ne? Das wird so geil. Ich nehme mich zurück. Joa, 10 Minuten sind vorbei bei dem Spiel. Hieß sie eigentlich in den Gerüchten ein Overwatch-Charakter für Smash? Nee, es war nur Spekulation. Ja, hätte ich auch gehört. Hätte ich Terry, gesehen. das ist der Typ, der geleakt wurde. Okay, vom Design ist er ganz nett. Finde ich. Jetzt in der Entwicklung. Der wirkt. Ach, der fangen jetzt erst an, oder was? Naja, wenn es sein muss, ist der Banjo, deswegen ist es mir scheißegal. November. Boah, juckt mich nicht. Ah ja. Ach, die fangen jetzt erst an und in 2 Minuten ist er fertig, okay. Ja, kann man machen. Irgendwie mal den noch nie gehört habe. Ja, also, die anderen beiden kannte ich ja wenigstens, hab ich schon mal von gehört, von dem habe ich nie was gehört. Oh mein Gott, Spezialankündigung. Can there really be only one left? Ja, moin. Ja. Happy to confirm the development of more DLC fighters for Super Smash. Es geht noch weiter, die machen noch weiter. Included in the fighters pack. Ah ja. Ja, klar. Other new fighters are in development. The battle isn't over. Captain Toad für Smash, ey. Ich sag's immer wieder. Ja, wie fand ich das? いかがでしたか? Ja, wunderbar, ey. Aber Jungi, das heißt, dass wir das die nächsten Jahre weiterhin mit Smash direkt das weiter. Das ist ganz lustig. Ja, ist aber auch cool so. Ja, besser als Pokémon, das kann ich gerne mal auf 2 Jahre strecken. So, jetzt was Schönes. Sakurai würde noch ein bisschen mehr arbeiten müssen. Ist ganz nett. Gold Mario, auf jeden Fall. Ach ja. Ich freue mich drauf, und du? Die Direct ist jetzt schon besser als alle Directs, die wir in 2019 bisher hatten. Face a series of puzzling tasks. Die E3 Direct? Die war nicht scheiße. Bis auf das Ende. Ah, ja. War nur ein Trailer-Zusammenschnitt. Also, kann ich auch machen. Ja. Also, das Spiel, ich freue mich sehr drauf. Wird mein zweites Zelda-Spiel. Ja. Kommt ja bald raus. Ja. Ah, es tut leid. Achso, ich dachte neuer Amiibo. Schade. That way your friends can play them. Ach, der ist sogar neu. The Legend of Zelda: Link's Awakening will launch in September 20. Ich kauf sie mir. And the new Link Amiibo will be available that same. Ja, toll, doppelte Goldpunkte. Pre-order it from Nintendo eShop now and earn double gold points. Doch, doch. You know the heroes might from Super Smash Bros. Geile Werbung für Link Smash. Dragon Quest 11S, Echoes of an Elusive Age. Der ist ein Smash, also spielt jetzt mal mein Spiel. Genau. Spielt alle das Spiel. Hey! Was ist passiert? Das ist passiert. Ja, es ist gerade eben wieder Spiel weggewiesen. Das Spiel ist einfach nur weggewiesen. Tap hat sich einfach mal zugemacht. Cadence of Hyrule interessiert mich nicht, Kilian. Keine Ahnung. Habe ich mir nicht angesehen. Habe ich auch nicht. Ich fand das auch nicht interessant. Ich hab's da nur so ein bisschen gesehen, aber es hat auch gereicht. Jo. Das ist ganz nett für die. Bist du interessiert, Big Toad? Ja, Mann. Bin ich voll geil. Ah ja, wann spielst du's? Gestern hab ich's gespielt, Castle of Hyrule, Ding da. Cadence, Ding da. Demo jetzt verfügbar? Boah. Naja. Boah. Ich will Animal Crossing. Animal Crossing. Naja. Es gibt 40 Minuten, das ist bei 13, also die haben noch über 3. Wir haben noch fast 30 Minuten. Also hey, bitte, was? Das ist irgendwie so ein Wii U-Game. Ich erinnere mich an den Titel. Das gab's auch schon Wii U. Das kam 2016 als eines der letzten Wii U-Games raus. Ach ja, Mario Maker 2 werden wir heute definitiv sehen. Wenn das Update heute nicht angekündigt wird, dann ist es Death. Dann wird das nichts. Das Update mit den Freunden muss kommen, ne? Und der Rest ist auf jeden Fall in Gefahr. And his friends who are trying to make it heute, in the entertainment business. Ich will heute das Update. Fire Emblem characters like Prom and Sino meine Fresse. Another dimension. Together, we'll wait. Ich schließe einfach, wenn Nico mal was ist heute, wenn er mal was kommt, was nicht liegt. Fire Emblem das ist aber so angenehm, ja. Meine Fresse, alleine schon Fire Emblem, ne? Mögen Sie Fire Emblem, dann spielen Sie das hier. Sieht so aus. Check out the other new features from the new story elements. Das ist immer so Dance-Kampfspiel, wie sieht das so aus? Auf jeden Fall ist das ein Viewport.
Tokyo Mirage Sessions Sharp FE on the 17th. Dieses Encore ist halt, das ist Zusatz. 2020, das zum Thema 2019, ne? Ja, ihr könnt mir alle mal. Jo. Welcome back to where nothing is what. Das haben sie auch angekündigt in der E3, glaube ich, war das das? 2019. Ach, das war dieses Game, was ich sofort, weggeguckt habe, weil es so langweilig war. Das war das Spiel, wo ich glaube, da hat das Team doch gesagt, ist heute der 21. Juli oder sowas. War das das Spiel? Das war das Game, wo er gesagt hat, wir haben noch viel weitere interessante Games für jeden Spielegeschmack und dann kam das. Boah, kann sein, ne? Kann sein. The journey between past and present will take Aaliyah and York on a winding path. Juckt euch das? Wen interessiert das? What lies at the end? Will it be truth or madness? Stimmt alle, oder? Deadly Premonition 2, a blessing in disguise. 2020, der nächste 2019-Titel. Nintendo Switch in 2020. And now for the shocker. The original game in the series will launch on Nintendo eShop as Deadly Premonition Origins shortly after this presentation. Ach geil, darauf habe ich gewartet. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Endlich kommt Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Ja, endlich, ja man. Bitte, was wir sind denn? Ja? Bin gespannt. Ja. Boah. Naja, wir haben ja noch genug Zeit. Alles entspannt. Wir lehnen uns zurück. Wir haben genug Zeit, aber bis 40 geht die Direct, bis 0:40, also. Ungefähr. Ja, 40 Minuten. Meistens sogar mehr als 40. Wie sie gerade Cloud bewerben. Das muss selbstverständlich sein, ihr Jungs. Ich glaube, da stand Steam Cloud. Was? Ich glaube, Steam Cloud stand da, oder? Echt? Dass man das übertragen kann vom PC oder so. Ich meine, das stand da. Aha. Da stand irgendwas mit Steam, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Eine Nachricht von Bethesda. And now for a message from Bethesda. Hey Nintendo Fans. Hallo! In Animal Crossing? I'm excited to announce I'm sure many of you have ja, die würde ich gerne auf Nintendo Switch spielen, Nintendo 64 Spiele. Ja, ich auch. Anniversary of Dune, one of the most popular first-person shooter franchises ever. And to celebrate, re-releasing one of our favorite games, wunderschöne Grafik. Doom 64! For the first time since its original release in 1997, Doom 64 will be officially available on a Nintendo console. Ja. Da muss ich halt schon wieder den Raum verlassen eigentlich. Experience the retro first-person shooter. Yeah, aber nein, ich glaube nur ein Mario 64 in 16 Das ist aber toll, wie Bethesda die Switch so aktiv unterstützt, im Gegensatz zu ein paar anderen Publishern. EA! Wie meint's ernst? Science has a new number, okay. Geladen und gesichert. Ich bin geladen und gesichert. Rogue Company is a rumor at best. Splatoon! Sah aus wie Fortnite. One of these elite specialists is die Menschen wieder um ihre Herrschaft kämpfen. Whether you wield guns, gadgets, or melee weapons, your playstyle will depend on your choice of mercenary, which can be fully customized. There will be plenty of modes, maps, weapons, skins, in-game events, and more. When Rogue Company sneaks up on Nintendo Switch in 2020. Ja, jetzt kommt Pokémon, leider. Ja, ganz geil. Series 完全新作, Pocket Monster. Wir haben noch nicht genug Informationen. Das werden ihre nächsten Meisterwerke. 95 von 100 Punkten auf jeden Fall safe. Es sei denn, sie kündigen jetzt an, alle Pokémon sind doch da. Optisch schlecht. Among them, you'll encounter new Pokémon and new people throughout your adventure. Vier Aspekte, auf die wir uns freuen können. We'll cover four features you can look forward to. First, customizing your look. Ich sag's mal so, das sah eben aus wie auf dem Gameboy. Mit den Klamotten.
Ich sag mal so, immerhin wollten sie nur vier Sachen besprechen, dann geht das schnell um. Man muss das immer alles positiv sehen, genau. Ja. Ja, super. Und das, warum freue ich mich darüber? Ist das neu? Man konnte schon immer so ein bisschen customizen, aber ich glaube nicht so krass. Oh, weiß ich jetzt nicht so genau. Weg, wie wenn was Gutes kommt. Alles klar. Pokémon Camp. Dann schreich dich an. During your journey through the Gala region, super. You can camp anytime at Pokémon Camp. Das Beste ich kann mit an dem Spiel finde die UI. Also ich finde das Menü sehr schick. Das war's aber auch wieder. And as you get to know them better, also das, die Menüpunkte und so finde ich ganz schick. Sehr modern, aber... Also ich finde den Artstyle der Charaktere in Pokémon ganz schön. Aber das war's. Nicht jede Umgebung sieht dumm aus. Also ein paar gibt es schöne Sachen gibt im Spiel auch. Ja. Curry? Curry on Rice. Die wollen jetzt das eigenen Punkt Curry nehmen. Ah ja. Das überzeugt mich jetzt. Ultimately depends on which Koch-Simulator, das ist das, was die Entwickler machen wollten im Spiel. Not to mention the heart you put into it. Ah ja, das ist gar kein Pokémon-Haupt-Titel. Das ist ein Koch-Simulator mit Pokémon. Ah, sie haben ihre ganzen Ressourcen mit Kochen verschwendet. Da ist die Arbeitszeit hingeflossen, Leute. Neue Pokémon. Da sind die hochwertigen Animationen. Da sind die Animationen. Im Kochen sind die hochwertigen Animationen. Alter, dieses Pokémon muss los. Was ist das? Tee. Tee. It may even allow the trainer to taste its tea. This ghost-type Pokémon also has a special ability called Weak. Kein Haustier. Next, another new Pokémon called Weak. Sehr geil, ey. This flying and water-type Pokémon has one huge appetite. Ich find's auch sehr geil. Aus, ne, weil es blau ist, aber mehr auch nicht. When it uses surf sehr nice. Or dive during battle, watch as it rises from the water. Along with the catch in its mouth. Ja, geil. Den Vogel finde ich geil. Den Vogel finde ich diese Animation gerade. Ja, den Vogel finde ich ganz geil. Exclusive new ability. Ach, nur zwei Pokémon. Okay. Oha. Ey, ich finde auch den. Das Schaf finde ich weiterhin ganz geil. Pokémon Sword und Pokémon Shield will launch on Nintendo Switch November 15. Nur wie war das? Deluxe Simulator, genau. Wie war das? Ja, nicht so weit. Nee, nicht Vorfreude. Oh mein Gott, Nintendo Switch Online. Ja, weiter unser Spielerlebnis. Es geht da weiter, wo es aufgehört hat. Von unterhaltsamen Funktionen. SNES. Super Famicom. Nintendo Switch Online. Beste Ankündigung bisher. Endlich! Beste Ankündigung. Ohne Witz. Nächstes Jahr bekommen wir dann die N64 Games, Leute. Nächstes Jahr. Danke, Nintendo, dass sie keine NES Games rausbringen. Endlich! Wird's hier mal besser. Hat ja nur ein Jahr gedauert. Ja, die bringen jetzt jedes Jahr eine neue Konsole anscheinend. Super. Er freut sich. Hashtag Hype in Chat, Leute, für SNES Games. Dann lohnt sich Switch Online endlich mal wieder. Ja, schon ganz geil. Ah, schon am 6. September. Ja, Mann. Oh, sind schon einige. Also schnell kann ich gar nicht gucken. Natürlich werden sie noch erweitern. Nintendo Switch Online. Das Einzige, was sie beim Spielerlebnis erweitern. Endlich wird es erweitert hier, ja. Ohne zusätzliche Kosten. Oh, großzügig. Ja, das ist ja. Man muss es ja erweitern zu dem Zeitpunkt. Also, das ist ja quasi. Der Controller war klar. Ja. Controller so billig? Wie viel? Nintendo Switch Online 30 Euro. Der NES-Controller kostet 60. Dann kaufe ich den doch mal, denke ich. Warum kostet der jetzt aber immer nur noch 30?
Also ich glaube für 30 Euro bin ich dabei. Switch no Headline desu. Oh. Das ist okay. Ja, ich... Sure, you know Tetris, but can you survive this? Bisher sind die Nintendo Online-Angebote das Beste von der Direct. Neben Overwatch natürlich. Aber ist das jetzt wieder dieser blöde DLC, der kostet? You can't even play it until you achieve Tetris Maximus status. Was? Can you survive against the best of the best? Well, wir haben auch Ränge und so. We're also adding in daily missions for some added challenges. Tägliche Missionen. You can acquire tickets in exchange for a variety of custom games. Ich hab das Beton gesehen, damit bin ich schon zufrieden. Das ist ja geil. Showcase your accomplishments. We're tossing in a vast array of new player icons too. Ah, ja, yeah, super. Sehr gut. Darauf habe ich mich schon lange gefreut, auf das Paid DLC. Kappa. Player share battle mode. Pass a joystick controller to a friend for two players against each other. And get together with friends to battle via local wireless on your Nintendo Switch. Alter, die bringen ja alles jetzt an Updates diese Woche raus. Oh, ja, nice. Auch noch. Including the game, DLC and a Nintendo Switch Online 12-month individual membership will be available September 20th. Ja, ist gut. Er freut sich, Leute. Mario und Sonic are ready to kick it old. Wer freut sich? Wird immer besser hier. Oh, Mario Sonic ist auch noch ein bisschen überzeugt jetzt. This time, there are more than muss mich nicht überzeugen, ich hoffe es mal so nicht. Ist ja einfach nichts. Ist halt lame, ne? Also unterhält dich für eine Stunde oder so und das war's. Ja, der 2D-Mode ist auch ganz geil, finde ich. Ja, schon, aber das war's. Der 2D-Mode, der ist schon ganz geil. Check out these 10 Retro-Style Events. Each one rocking some sweet 2D-Style Graphics. They're all new, all retro, and very refreshing to play. On top of that, ein Story-Modus. Unlockable characters. And a story mode in which Mario, Sonic, endlich mal wieder ein Story-Modus! Den gab es zuletzt im DS-Teil. Ein bisschen interessanter wird das dadurch. Mario und Sonic at the Olympic Games am 8. November. November. Ah ja. Doch, doch. Ach Gott. Das Story-Modus ist schon ganz interessant. Unser Lieblingsspiel. Da haben wir unser Lieblingsspiel. Seit E3 2018 begleitet uns dieses Spiel in jeder Direct. Und wie oft wollen sie eigentlich noch Demos raushauen? Oh nein, jedes Mal. Die claimen jedes Mal die Direct, habe ich gehört. Deswegen mache ich jetzt einen Sound aus. Das lasse ich so nicht zugehen. Zugehen hat kein Deutsch, oder? Tja. Ja, moin. Wer hier die Directs claimt, der kriegt von mir hier keine Aufmerksamkeit. Das geht so gar nicht. Online-Spiel. Okay. In der Musik wird hier jedes Mal die Direct geclaimt. Das hatte ich schon dreimal, glaube ich. Also. Recht wirbern. Irgendwann ist Schluss. So, wann kommt das Spiel raus? 13.09. Achso. Am Freitag den 13. Passt ja gut. Ah ja, ja, besser da auf jeden Fall, um ein Spiel rauszubringen. Ja, ist jetzt nicht so krass, ne? Aber die Nintendo Online-Titel habe ich bisher sehr überzeugt. Mhm. Star Wars Classic so Star Wars. Fun, it's back for more. Ah ja. Star Wars hat mich nie gejuckt. Wahrscheinlich der einzige Mensch, der das nicht juckt. Mich juckt das auch nicht so. Aber es ist cool für alle, die es freut. Ich bezweifle, dass es denen freut. Also bis auf SNES ist auf nämlich nichts dabei. Ja, Overwatch ist noch ganz geil. Overwatch ist noch ganz geil. Doch, doch. Ui. We've got new details on some upcoming games. Gibt's da auch noch? So eine Rundschau, ne? Jo. Okay. Tracking down a living weapon known as the Child of Prophecy. Mehr Trash. You'll have a whole world to explore. At home. Übrigens noch 11 Minuten. Ungefähr. 11 Minuten. Ja, ja. Nintendo Switch on October 15th. Okay, ja, da ist noch viel Zeit. And all downloadable content and story expansions along for the ride. Become the most feared pirate in the Caribbean in Assassin's Creed 4 Black Flag. Jetzt kommt gleich Figment 3 Deluxe danach. Jede Wette.
That's two action-packed games. Und Mario Maker 2, ganz wichtig. Breath of the Wild 2 werden wir heute nicht sehen, ganz sicher nicht. Ja, brauche ich auch nicht. Das kann warten. Das dauert eh noch ewig, bis es kommt. Oh mein Gott, Animal Crossing müssen wir noch sehen. Oh Gott, das wird ich denke, noch. Ich denke, wir sehen das auch nicht und es kommt eine extra Direct. Scheiße, das wird noch knapp. Das wird knapp. Ja. Ja, mal gucken, ne? Hallo, Yasin. Also von der Zeit wird das noch knapp mit den Sachen, die ich noch sehen will. Ja, ja. Ah. Ja, super. Ah. Super, dass noch mehr Spieler unterwegs sind. Ja. Was ist das jetzt? Oh, das kenne ich. Also, wie wär's mal mit Spielen von Nintendo? Nö, was soll ich? Tony, komm her. Was ist jetzt? Musik ballert. Landwirtschaftssimulator, darauf habe ich gewartet. Toad bewegt seinen Hintern gut. Aber dein Kopf soll bitte nicht abfallen, Toad, sonst wäre das sehr belastend hier. Ey. Komm her, mein Lieber. Ja, Mann. Ist der Kopf gut fest, Leute? Man sieht hier gar nichts. Ist das stabil? Doch, doch. Diese Musik. Berlin, seid ihr gut drauf? Scheiße, noch 9 Minuten. Berlin, seid ihr gut drauf? Ich wollte, diese Vorschau geht jetzt hier bis zum Ende der Direct. Nein, so viele Spiele haben wir auch wieder nicht. Und jetzt, was kommt jetzt? Oh mein Gott. Ja, Animal Crossing. Echt jetzt? 次は集まれ動物の森です。6月に公開した内容を改めてご紹介する動画をご用意しましたのでご覧ください。え、ビデオ。な、お。Hallo, moin, das bin ich. Ich finde das so süß, dass sie sich so Mühe geben mit der Präsentation hier. Ja. Das ist ein Thema, das kommt in Animal Crossing. Bäm! Komm schon, Melinda. Will sie sehen. Nein, Melinda kann die streichen, rauspatchen. Oh mein Gott. Was denn? Thank you for choosing the Deserted Island Getaway Package. Komm schon, es wird vorverlegt. Ihr wollt es doch auch. Nein. Das wird nicht. Oh, ich liebe es einfach. Es ist so schön. Nabel? Zum Glück ist das Animal Crossing nicht Pokémon. Also, wegen schlechter Grafik und so. Es ist so gut. It may be a deserted island, but the resident services building at its center is here to support your needs, so there's nothing to worry about. For starters, we'll provide you with a tent. Ja, das wissen wir alles schon. Please select the spot where you'd like it set up. Es ist so geil, dass du einfach überall wohnen kannst. Oh, and there's something else. Das ging auch schon in New Leaf. Nein, am Strand zum Beispiel nicht. Ja, aber da war der Strand auch lame. Ist hier schon cooler. Weitere Apps, yeah. Including recipes for crafting tools and furniture. Oh, yeah. Schön. Let's start by crafting an axe. We're going to need some materials. Krass, ich hätte das Spiel vor mir zurückhalten können. Like branches. And stones. Jetzt erklären die sozusagen alles, was hier in der Treehouse gezeigt haben zur E3. Use the workbench. Ein bisschen Updates, ne? Ja, bisher kaum Updates. Nicely done. Naja, man sieht neue Charaktere. You can use the tools you craft to acquire new materials. Aber das ist auch wieder schön. Und mehr Details. And with those, you can craft more items. Feel free to place furniture inside. Das ist auch sehr, sehr gut. Ich hab so Schiss, wenn ich gleich sage, Animal Crossing New Horizons launches March 2020. You can fine-tune the arrangement. Ich will sie nochmal hören. Expresses your style. And you can fully enjoy the deserted island. Nee, ich will lieber hören, es launcht doch 2019. Wir haben euch gefreut. To resident services. Here we sell tools and furniture. Ah, wird schön. We also buy your unwanted items, including any weeds you remove, as part of our island cleanup plan. In addition to the usual in-game currency, bells, ja, das ist ja neu, dass du jetzt zwei Währungen sozusagen hast, ja. Mileage program.
You can exchange your miles for special items and recipes. Your miles da muss ich nichts sagen, das wird super. Island, so be sure to take advantage da muss ich nichts program. Sagen, das wird einfach super, ey. There are many ways. Muss ich auch nicht viel zu sehen, das wird einfach mega. Ja, deserted island. Go fishing. Bestes Switch-Spiel wird das. Fangen, gießen, entspannt. And pick them to make a garland. Und keine Villa bisher, ganz wichtig. Nach. Thanks to crafting. Regen. Ui. A vaulting pole makes it easy to quickly cross a river. Dieser Stab ist auch ganz geil. Und keine Melinda. A nutritious snack. Oh, halt der Maul, Alter. Wir haten Melinda, Leute. Plant it somewhere else to change. Ja, ich merke das schon. Ist mir aber egal. So ein bisschen die Minigames könnt ihr noch ein bisschen zeigen. Ich vermisse so ein bisschen die Minigames. The scenery changes with the time. Das ist jetzt erstmal unwichtig. There will be sunshine, ja. Cloudy days, rainfall, and enough Tage. Wind to shake the trees. Oh. Die hätten eigentlich auch gleich schreiben können und Fokus auf Animal Crossing. Es hat jetzt mehr Zeit bekommen, als sie diesen Animal Crossing die meiste Zeit, ja. Ach ja. Das ist aber auch wichtig. Ja. Sociable types who live together on the same island can play simultaneously. Aha. Up to four players ja, at a time on ja, one haben system. Wir auch schon gezeigt im Treehouse, we hope ja. You enjoy living together and working together in the same space. Das haben wir noch nicht gesehen. Online-Modus. With a local wireless or internet connection, you can travel mit Freunden. To a player's island for a total of 8 players in ja, das ist perfekt. Freunden, Nintendo Freunde. F-R-E-U-N-D-E. Why not snap a photo with everyone and make it a lasting memory? Na? Auch ganz nett. Yeah. Super. How's deserted island like looking? Ja, entspannt. What we've shown you here today is truly just the beginning. Es gibt Museum. So much more waiting to be discovered. Oh. So many ja, kann ich gesehen. Diese, diese Dinger zum Ausgraben, die sind fürs Museum. So. Calling to you from the ganz island. Safe. Na, die ist auf jeden Fall. We can't wait for you to experience the Nook Inc. Deserted Island Gaming Package. Soll ich sagen, März 2020? Ich sag schon. Ah ja, da ist es ja. Dass wir das vorverlegen würden. Ja, ich will das nur nochmal lesen. Mich. Das wird richtig geil. Richtig nice. Ja, ich bleibe am Ball. Super. Was soll ich jetzt einmal sagen, mein lieber Herr? Unsere letzte Ankündigung. Was ist mit Mario Maker 2? Das ist Xenoblade, glaube ich, weil das retweetet wurde. Das ist die letzte Ankündigung. Ja. Was ist mit Mario Maker 2? Sag mal, haben die die Abteilung dicht gemacht oder was ist da los? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist jetzt hoffentlich ein Troll, oder? Also wenn es jetzt wirklich Mario Maker 2 nicht gibt? Das Spiel kam im Juli raus, wir haben jetzt September. Wo ist das Update? Do you wish to change it? Hä? Also das frage ich mich wirklich. The future. Was brauchen die für einen scheiß Modus 3 Monate noch länger oder was? Naja, aber das ist jetzt hoffentlich die letzte Ankündigung, oder? Das ist schon ein bisschen lame. Selbst für einen Xenoblade-Fan, oder? Ich weiß nicht. Bisher waren die beiden krassen Ankündigungen jetzt nicht so der Oberhit. Ja, das war behaupten. Big, groß. Ja, halt ja, laber nicht. Aber warte, hä? Es sind noch 2 Minuten. Ja, das ist ein Port! Xenoblade Definitive Edition. Vorsichtig. Der stand da Wii-Teil gerade. Das war's für heute. Digga, wir haben noch 2 Minuten. Hä? Es ist beendet. Digga, es erscheint in 2 Minuten ist erst die damit vorbei. PEGI 12. Ich muss sagen, die letzte Ankündigung war echt mega lame. Banjo and Kazooie の使い方というものを続投でお話しすることになりました。
でも皆さんあれから時間が経ったと思われるかもしれませんけど、収録は実はその2日後だったんですね。よく働くなと我ながら思います。今回はダイレクト後の時間を少しだけいただいてお話をしたいと思います。勇者の使い方では、やっぱりプレイ画面は私一人だけだったんですね。Den habe ich auch. Ja. Das war's für die Abschlussmeinung. Es war nicht ultra scheiße. Es war aber auch nicht gut. Noch nicht überragend. Es war so. Es war mittelmäßig. Es war solide, sagen wir mal so. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, Daumen hoch zum Abschluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Toads.